So, jetzt kommen wir zu der nächsten Sache. Viele normale Familienväter, die arbeiten normal. Was macht dein Vater? Er arbeitet, kommt nach Hause, isst gemeinsam mit dir, mit deinen Geschwistern, mit deiner Mutter, ihr setzt euch hin. Ihr redet danach, guckt er vielleicht Fernsehen, Nachrichten, Fußball, Netflix, keine Ahnung, der ist müde, trinkt sich vielleicht ein Bier, setzt sich hin, vielleicht der geht beten, geht in einen Café, ganz normal, geht irgendwann mal wieder zu einer christlichen Zeit schlafen und steht dann wieder auf und geht dann wieder zur Arbeit. Am Wochenende unternimmt er was, vielleicht mit deiner Mutter, vielleicht mit dir, vielleicht mit euch allen zusammen, ihr macht mal einen Familienurlaub, entspannt. Einfach ein normaler Vater. Aber was machen die Väter heutzutage? Reaction-YouTuber. Die reagieren nicht auf ihre Kinder, auf ihre Frau, auf ihre Mutter, auf ihre das. Reagieren auf Rap-Videos. Das heißt, dein Sohn kommt zu dir oder schreibt dir, ey, Papa, ich würde gerne mal was mit dir unternehmen am Wochenende. Oh, tut mir leid, mein Sohn, ich muss am Wochenende auf Rap-Videos reacten, ihr Hurensöhne. Schämt ihr euch nicht? Mit fast 50 Jahren versucht ihr die Kinder da zu verarschen, versucht ihr da wirklich noch da was zu erbetteln auf Twitch, auf YouTube, ergammelt ihr da wirklich von 16-jährigen Jugendlichen, die ihr Ausbildungsgeld, wollt ihr das noch denen abziehen mit euren billigen Reactions, ihr Hurenkinder? Und jetzt kommt das Beste, dass genau ich von Leuten in meinen DMs gefragt werde, was hältst du von denen, was hältst du von denen, was hältst du von denen? Ja, was soll ich denn von denen halten? Was soll ich von einem Typen halten, der im hohen Alter ist, bettelt auf Twitch, auf YouTube, auf PayPal, bitte schickt mir Geld von Jugendlichen, 16-Jährige, bitte schickt mir Geld. Was soll ich von so einem Hurensohn arbeiten, denken, der zu faul ist zum Arbeiten? Oder? Sage ich was Falsches. Warum soll euch einer Geld spenden? Seid ihr eine gemeinnützige, karikative Einrichtung? Warum soll euch einer Geld spenden? Ihr Hurensöhne, sucht euch Arbeit. Geht arbeiten. Ihr werdet kein Geld verdienen im Internet. Sucht euch einen normalen Job, ihr Hurensöhne. So, ich weiß, euch hat das gefallen, ihr kleinen Wichser, ne? Ich kenne euch doch. Jetzt lad das einer mal bei TikTok hoch und markiere ein paar von diesen Hurensöhnen. So, jetzt die nächste Frage an die ganzen Keyboard-Warrior. Ihr seid ja alle krass und Gangster und ihr seid alle in YouTube, in Twitch, in Sub, in Instagram, in überall, wo ihr seid. Jetzt eine Frage. Warum redet ihr den ganzen Tag über andere Leute, die erfolgreich sind, die es geschafft haben, die reich sind, die Macher sind? Warum redet ihr über die, aber keiner redet über euch, Hurensöhne? Weil ihr krass seid, weil ihr erfolgreich seid? Nein, weil ihr Hurensöhne seid, die neidisch sind und die wollen Aufmerksamkeit haben durch andere Leute, die erfolgreich sind. Ist doch ganz klar, oder? Wenn ich jetzt gerade, was ist jetzt gerade, worüber redet jeder? Lamine Jamal, wenn ich als Fußballer der 8. Liga über Lamine Jamal rede, dann kriege ich auch Aufmerksamkeit, oder? Habe ich recht oder stimmt's? So, machen wir mal weiter. Erst einmal, danke an alle meine Fans, die mir das ermöglicht haben, dass ich das alles habe, was ich habe. Ihr, mein Talent und Gott, habe ich alles zu verdanken, was ich habe. An die ganzen Pisser, die den ganzen Tag im Internet sind, die Keyboard Warrior. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ihr seid ja so krass und ich bin ja so ein Opfer und ich habe so Angst vor euch und ihr seid so stark und so hart und ihr seid krass, jeder hat Angst vor euch. Eine Frage habe ich an euch. Wenn ihr so krass seid, warum trage ich hier diese Kette ganz locker? 70, 80 Mille, ob das nichts ist, ganz locker, wie Adidas Sneaker, ganz locker, kein Problem. Richard Mille, kein Problem.